Okay, dann beginne ich mal. Also, mein Name ist Mirja Karin Jende. Ich bin Diplompsychologin und bin seit, ich glaube, 30 Jahren jetzt bei Thalamus, unterrichte dort unter anderem die humanistische Psychotherapie und ja, aber mit dem inneren Kind, Traumatherapie, habe mich persönlich sehr viel mit Meditation und anderen Bewusstseinsebenen auseinandergesetzt. Und heute wollte ich ja, das Thema Psychotherapie, also die Überschrift heißt Wege zum Selbst und die Verbindung zwischen Psychotherapie und Spiritualität beleuchten. Und ich freue mich über Zwischenfragen. Also ich liebe den Dialog. Ihr könnt es entweder in den Chat stellen oder euch einfach melden und euer Mikrofon freischalten. Ja, also die Verbindung von Psychotherapie und Spiritualität. Die Psychotherapie ist ja erst circa 130 Jahre alt. Also ungefähr so alt wie die Entdeckung der Autos. Und ja, man kann sagen, einer der größten Väter war Sigmund Freud. Und vorher gab es gar keine Psychotherapie. Vorher gab es einfach nur so etwas wie Seelsorge. Das ist auch sehr interessant. Die Frage ist zwar uralt, wer bin ich, wer sind wir, warum leiden wir, warum sterben wir? Gibt es den Tod, dass wir uns bewusst sind, dass wir sterben müssen, weil wir es an den anderen sehen? Ja, dass wir also praktisch sowas wie eine Sinnfrage stellen können. Ich denke, das ist und unterscheidet uns von Tieren. Auch die können Gefühle erleben, Trauer, Tod. Aber die Frage, mein eigener Tod und was bedeutet das, ist wohl schwierig, ja. Und das ist eigentlich, ja, seit ewigen Zeiten hat die Menschheit diese Fragen. Warum ist Leiden? Warum, ja, leben wir? Ja. Und erst durch die wissenschaftliche Revolution, ja, hat man auch die Psyche erforscht. Sigmund Freud war Arzt. Und man muss davon ausgehen, dass die Psyche eben von einem Arzt erzeugt wurde, gefunden wurde. Und zwar mit der Absicht zu heilen. Ja. Also ich glaube, er hat gerade viel mit psychischer Lähmung zu tun gehabt. Also er nannte das Hysterie. Und es war damals auch diese Sexualunterdrückung und diese Doppelmoral, die viele Leute unterdrückt hat. Und da hat er geforscht und wunderbare Sachen herausgefunden. Also das Größte ist halt diese Idee, dass es das so etwas wie das Unbewusste gibt in uns, dass wir nicht im vollen Bewusstsein sind, dass viele unserer Handlungen, unsere Gefühle vom Unterbewussten gesteuert wurden. Dann kam die Verhaltenstherapie in den 1920er Jahren. Beides ist sowas wie wissenschaftlich basiert. Beides hat eben die Idee, wir wollen kranke Leute heilen. Und diese Idee ist eigentlich immer noch bei den Krankenkassen in der Gesellschaft, dass Psychotherapie sozusagen psychische Heilung ist. Und die Medizin benutzt die Psychotherapie auch als ja, für die Psychosomatik, wenn Sie nicht weiter wissen, sagen Sie, es ist psychosomatisch und gehen mal zum Psychologen. Ja. Und hier geht es um sowas, was Sie Gesundheit nennen, ist eigentlich Arbeitsfähigkeit, dass du wieder in die Gesellschaft eingegliedert wirst. Und das ist so das Ziel. Und viele Menschen kommen auch, ich habe irgendeine Störung, irgendein Leiden, was mich daran hindert, mich wohlzufühlen und zu leben. Ja, okay, jetzt hat sich aber in den
60er Jahren in Amerika eine neue Richtung der Psychotherapie entwickelt, die humanistische Psychotherapie. Und hier ist es so, die Idee, wir sind alle Menschen und wir alle haben mit Leiden zu tun, mit Mustern, die uns beschäftigen, mit Ängsten, mit Sorgen. Und diese Erforschung, die da angefangen wurde, wird jetzt benutzt, wir haben es genannt Selbsterfahrung, dass ich mich erfahre, dass wir auf eine Reise gehen, ja, und dass wir praktisch uns nicht als krank ansehen, um gesund zu werden, sondern scheinbar ist das Leben eine Reise, ja. Und ja, und das ist also auch da parallel mit der Hippie-Bewegung gewesen. LSD wurde genommen, bewusstseinserweiternde Drogen, Castaneda, viele religiöse Strömungen. Und jetzt haben wir eine Zeit, wo diese wissenschaftlichen Untersuchungen, wie funktioniert unsere Psyche, sich anfangen zu verbinden mit dem Wissen der Religion. Und das ist, finde ich, für uns eine ganz spannende Zeit, ja. Also da fließen Sachen, also angefangen hat es auch viel mit indischer Philosophie oder buddhistischer. Also das Wesentliche daran, an den beiden Religionen ist, dass die einen Teil als Erfahrungsreligion hat. Also wo du nicht unbedingt etwas glauben musst, sondern wo du Übungen kriegst und dabei Erfahrungen machst. Und das trifft halt jetzt die Psychologie. Und das ist auch genial, weil in der christlichen, so wie wir den christlichen Glauben, musst du glauben. Da kriegst du etwas vorgesetzt und das sollst du glauben. Und ihr habt ja alle schon mitgemacht, wir sind eh voll von Glaubensmustern. Und jetzt musst du schon wieder etwas glauben. Und es hält dich fest und es kann dir Angst machen und es kann dir Schuld machen. Ja. Und wir wollen uns ja befreien. Wir wollen uns befreien von Glauben und Erfahrungen machen. Und die große Frage ist immer, was ist denn Glück? Glück ist natürlich die Abwesenheit von Leid oder der Moment, wo das Leid aufhört. Aber hier bei uns geht es immer in Wellen. Also Leid, angenehm, unangenehm. Und jedes Wesen strebt danach, Glück zu empfinden. Es ist aber nicht möglich, immer Glück zu haben. Dadurch, dass wir erfahren haben durch verschiedene Methoden, dass wir erleben können, dass sich etwas verändert, dass ich mich plötzlich leichter fühle, dass ich Schmerz loslassen kann, dass ich meine innere Welt erkenne, meine innere Welt verstehe. Dadurch ist die Fähigkeit, aha, da muss ja etwas sein, was mich erkennt. Also es muss sowas wie zwei Ichs geben. Also ein Ich, was irgendwie funktioniert und ein Ich, was das erkennt, dass wir funktionieren. Dass ich irgendwie funktioniere. Und das ist eine geniale Sache. Also das ist eine geniale Entdeckung. Ja. Und deshalb ist auch die Idee, dass das Leben so etwas ist wie eine Reise. Dass es nicht, ja, dass wir eigentlich auf einer Entdeckungsreise sind. Und dann nimmst du das Leben nicht mehr so schwer, sondern dann wird es interessant, dann wird es spannend, dann wäre sogar deine Ängste interessant, dann werden deine Sorgen, deine Wut, alles ist eigentlich interessant. Und es gibt einen Teil, der das sehen kann, der dieses Interesse haben kann. Ja? Und das ist die große Befreiung, dass es da einen Teil gibt, der das sehen kann, der das beobachten kann, dass ich nicht meinen Mustern ausgeliefert bin, sondern dass da noch eine andere Instanz ist. Und in dieser Instanz gibt es ein Glück, was nicht abhängig ist von Schmerz und Glück. Und das, ja, das wollen wir erforschen.
Und die transpersonale oder spirituelle Psychologie, das überschneidet sich alles, ja, dass wir eigentlich die Techniken benutzen, um unsere Reise fortzusetzen. Und wir haben eben diesen Kurs, die Heldenreise, und da bieten wir an, eben gemeinsam Menschen zu treffen, die sich verbinden und diese Reise gemeinsam machen, diese Reise gemeinsam versuchen. Ja, habt ihr Lust, irgendwas dazu zu sagen, zu fragen? Okay. Es gibt einen Mechanismus bei uns allen, dass wir, wenn wir Schmerz erleben, und Schmerz ist unvermeidlich als Kind, dass wir uns verschließen, dass wir Schutzmechanismen aufbauen, Glaubensmuster, nie wieder will ich verletzt werden, also bin ich brav und provoziere meinen Vater nicht. Oder ich muss für mich selber sorgen und kann mich nicht um andere kümmern. Oder ich muss so toll sein, dass jeder mich liebt. Also da finden wir einfach Glaubensmuster. Aber das schränkt uns immer mehr ein. Und die Kraft, die uns eigentlich am meisten einschränkt, ist Angst. Angst zu überleben. Ich muss funktionieren, sonst kriege ich nichts zu essen. Sonst ist das nicht. Ja, ich muss funktionieren. Und ich stelle die Gefühle ab und bin eigentlich nur noch am Überleben. Ein Lehrer hat es mal gesagt, das Ganze, was wir Ego nennen, ist ein rennen einem wild gewordenen Überlebenstrieb nach. Ja. Also unser Überleben, ja, aber wir leben nicht. Und die gute Nachricht, es gibt eine andere Kraft, irgendwann, die wieder zurückkommen will. Es gibt einen einzigen Punkt in uns, der nicht konditioniert ist. Und das ist unsere Sehnsucht. Das ist dieser Punkt, der frei ist von Konditionierung. Und der ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt. Und oft ist es so, dass ein gewisses Leiden passieren muss, dass ein gewisser Schock passieren muss. Vielleicht verlässt uns ein Partner, vielleicht verlieren wir die Arbeit, müssen umziehen. Irgendetwas, was unseren normalen Funktionsmechanismus durchbricht. Manche Menschen fühlen diese Sehnsucht auch ohne zu leiden, aber normalerweise ist Leiden der erste Anstoß. Ja. Und ja, es gibt ja auch das Buch das Wort Krankheit als Weg. Also, dass eine Krankheit oder irgendeine Form von Leiden uns zum Nachdenken bringt, uns Anstöße gibt. Ja. Von daher ist das Leiden selber auch eine Chance. Und auch das Trauma ist eine Chance. Es lähmt dich, es macht dich ganz eng, wenn du einen Schock hast, den du nicht verarbeiten kannst. Wenn du aber jetzt da nicht drin bleibst, sondern suchst auszubrechen, dann kann daraus ein Segen werden. Dann kann es sein, dass du viel freier und größer wirst, als du vorher warst. Und und das möchte ich gern für mich teilen. Das ist für mich so die Verbindung zwischen Psychotherapie und Spiritualität. Und dass die normale Krankenkasse oder so eben mehr damit beschäftigt ist, dass du wieder funktionierst. Viele Patienten kommen natürlich, weil sie irgendeine Störung haben. Aber für mich ist es immer sehr, sehr berührend, wenn jemand den Schritt macht, dass er nicht nur irgendwie ein bisschen glücklicher werden will, sondern dass er merkt, da gibt es ein Gefühl, da gibt es ein Glück, von dem ich ja gar nichts wusste. Ja.
Und da wollte ich mit euch eine kleine Übung machen. Eine meiner spirituellen Lehrerinnen hat es mal so schön gesagt: Das Schmerz ist nichts anderes als Sehnsucht. Du kannst jeden Schmerz in Sehnsucht umwandeln. Und die Sehnsucht ist ein Wissen, Sehnsucht nach Glück, nach Liebe, ist ein Wissen, dass es das gibt. Ja? Wie könntest du sonst Sehnsucht haben, wenn nicht etwas in dir davon weiß, dass es das gibt? Ja? Und diese Sehnsucht zu spüren, die ist sozusagen der Wegweiser. Die ist der Teil in uns, der nicht verdorben ist. Und der ist am Anfang mit vielleicht mit Schmerz verbunden. Also das kann richtig brennen, das kann eine gewisse Verzweiflung sein. Aber also so in spirituellen Kreisen nennt man das das heilige Feuer. Also es ist ein Feuer, was brennt, was ein Stück weit schmerzhaft ist, aber es ist eigentlich so, als würde sich so eine Flamme durch, ja, oder eine Pflanze durch den Asphalt wühlen oder eine Flamme, die irgendwie so hoch brennt, ja. Und dass wir unseren Schmerz dafür benutzen, die Sehnsucht zu erkennen, die in uns ist. Und die Sehnsucht, hat sie gesagt, ist eigentlich die Kehrseite von der Liebe, von dem Wissen, dass es Liebe gibt oder Glück oder Frieden oder also eine Qualität deines Wesens. Und das heißt, die Sehnsucht ist, ich bin ein Wesen, was irgendwie noch größer ist, ja. Und das ist so wertvoll. Also du brauchst diese Sehnsucht, um deinen Weg zu gehen, ja. Und dann kannst du dich sozusagen erinnern, etwas in uns weiß von der Seele, von dem Wesen, wie immer wir es nennen, wer wir eigentlich sind. Ja. Und dass wir nicht nur arm sind, uns zu befreien, sondern dass wir hier sind, ja, dass du dich erkennst, ja, wer du wirklich bist. Und trotzdem hat das Leben seine Höhen und Tiefen. Aber du weißt, wer du bist und du weißt, was du dem Leben geben möchtest. Habt ihr da Fragen, Ideen? Okay. Dann mache ich jetzt so eine kleine Meditation mit euch. Wir sind ein bisschen wenig, es kann sein, dass wir ein bisschen früher fertig werden. Dann kannst du deine Augen schließen und in dich reinfühlen. Und als erstes suchen wir unseren Schmerz. Also das ist jetzt, muss nicht ein ganz schlimmer Schmerz sein, sondern dieses Gefühl, ich will hier raus, ich will was anderes, ja. Es ist mir zu eng, zu langweilig, zu gerichtet, zu, ja, zu sehr in meinen Pflichten, was immer das ist. Also, dass du einen Raum dir nimmst, so vielleicht auch, wo jetzt gerade dein Schmerz, dein Unwohlsein liegt in deinem Leben. Ja, und du kannst dieses Schmerz, diesen Unwohlsein einladen. Das wäre jetzt auch in dem Märchen von der Heldenreise, dass der Held merkt, irgendwas fehlt, irgendwie verdorrt ein Baum oder irgendwas muss gerettet werden oder die Prinzessin ist verschwunden oder was immer, ja. Also ich spüre, dass in meinem Leben irgendwas ist, was mich einengt, was mich nicht glücklich macht. Und dann kannst du diesem Raum, diesem Gefühl Raum geben.
Und vielleicht magst du deine Hände dahin legen, wo du es im Körper am meisten spürst. Und vielleicht gibt es einen Satz zu diesem Schmerz. Dass du dir selber ganz bewusst wirst, was stört dich, was engt dich ein, was belastet dich, was ist mittelmäßig, was ist ja nicht deinem Wesen nah. Und wo fühlst du das? Im Bauch, im Herz, im Hals, wo immer. Du kannst deine Hand dahin legen. Und wenn du es genau gefunden hast, dann kannst du dir die Frage stellen, wo ist meine Sehnsucht? Dass du dahin atmest und es kann auch einfach nur ein Wunsch sein, ja? Was ist mein Wunsch? Ich habe ein kleines Lied. Ich hoffe, die Tonqualität ist gut genug. Wieder hier, an diesem Ort in mir, wo ich meine Sehnsucht spür, dir nah zu sein. Ist das klanglich okay? Ja. In mir, dass du dir selber nah sein möchtest. Danke. So stehe ich hier, ich spüre sie auch in dir, diese Sehnsucht, ganz da zu sein und wahr zu sein in dir. Meiner Seele führt mich hierher. Der Ruf meiner Seele führt mich auch zu dir. Mit allem, was ist und mit allem, was war. Mit allem bin ich da. Du kannst erlauben, dass dein Herz atmet, dass du über deinen Scheitel, über die Füße die Energie in dein Herz atmest und diesen Sehnsucht einlädst, was immer die ist. Vielleicht hast du sie schon oft gespürt. Vielleicht hast du sie manchmal vergessen. Der Ruf meiner Seele führt mich hierher. Der Ruf meiner Seele führt mich auch zu dir. Mit allem, was ist und mit allem, bin ich da. Ich bin wieder hier, an diesem Ort in mir, wo ich meine Sehnsucht spür, dir nah zu sein, ganz da zu sein. Sehnsucht, ganz da zu sein und wahr.
Und dann kannst du dir vorstellen, erstmal ganz konkret, wenn es keine Begrenzung gäbe, wenn es nichts gäbe, was dich irgendwie begrenzt, wenn du aus dieser Seele jetzt einen Wunsch haben könntest, wie vielleicht so ein Zauber, ja, du wachst aus einem Zauberschlaf und bist da, wo du immer sein wolltest. Oder wo du es dir jetzt toll vorstellst. Also es könnte ein Haus am Strand sein, wo du nicht arbeiten musst, wo du mit Hund und Geliebten lebst oder mit Delfinen tauchst oder was immer. Also nimm dir Zeit, dir ganz konkret vorzustellen. Wie würdest du leben? Wo? Stell dir den besten Ort vor, den du dir vorstellen kannst. Mit wem? Wäre eine Person, wären viele da? Wie wäre der Umgang mit den Personen? Wie wäre die Atmosphäre? Und was würdest du tun? Und lass dich da voll drin aufgehen. Genieß es. Mal es dir so schön aus, wie du nur kannst. Und dann kannst du dir die Frage stellen, was ist das Schönste daran? Welches Gefühl ist das Schönste daran? Jetzt würde ich mich natürlich auch freuen über die ein oder andere Wort. Ansonsten seid ihr bewusst, was ist das Schönste an diesem Gefühl? Es ist Freiheit. Es ist Leichtigkeit. Es ist Lebendigkeit. Es ist Frieden.
Und vielleicht bemerkst du, dass das, was wir uns wünschen, nicht unbedingt eine Sache ist, sondern eine Seinsqualität. Also eine Qualität Frieden, Liebe, Leichtigkeit, Freude. Okay, und dann kannst du diese Seinsqualität mal deutlich wahrnehmen. Das Friede, Freude und ihr Bewusstwerden, kennst du die aus diesem Leben? Kennst du die oft oder fehlt sie dir? Okay, und dann kannst du dir vorstellen, du gehst zurück zu deinem göttlichen Ursprung. In diese Qualität, dass es vielleicht eine Ebene gibt, ja, sowas, vielleicht sowas wie Engelebene oder was immer, wie immer du dir das vorstellst. Dass etwas in dir genau diese Qualität kennt. Sei es Leichtigkeit, Freiheit, Freude, Schönheit. Und lass dich da noch tiefer eintauchen, ja. Vielleicht in sowas wie eine himmlische Sphäre, wo dein Wesen diese Qualität kennt. Ja, und vielleicht sind es mehrere Qualitäten. Könnte es nicht sein, dass das das ist, was du innerlich schon bist und was du suchst hier? Aber das, was du suchst, ist tief in dir verborgen, ist schon da. Du könntest es nicht suchen, wenn du es nicht wüsstest. Ja, durch unsere Ängste, Sorgen, Erziehung haben wir es verloren. Aber etwas in dir weiß es, dass es das gibt. Ja, und vielleicht kannst du mit deiner inneren Weisheit reden, eine Botschaft empfangen aus dieser Ebene. Die diese Qualität hat. Weiß, dass du das bist, dass du darin stehst. Ja, und wir werden geboren, ich weiß nicht warum, aber wir verlieren genau die Qualität, die uns am wichtigsten ist. Und wir sind auf der Reise, das wieder zu entdecken. Ja. Und es ist auch wichtig, sich zu verbinden in der Gemeinschaft derer, die danach suchen. Das ist auch in allen. Dass du es nicht alleine machst, sondern dass du über diese tiefsten Ebenen miteinander dich austauschen kannst. Und dann kannst du dir vorstellen,
wenn du ganz sicher wärst. Ja, das ist auch sowas, als würdest du durch diese Sehnsucht, durch diese Qualität deine Würde erkennen. Wie wäre es, wenn du Botschafter wärst von dieser Qualität, von Leichtigkeit, von Liebe, von Freiheit, Einfachheit, was immer es dein Thema ist. Und wenn diese Botschafter jetzt etwas zu dir in deinem aktuellen Leben sagen würde, wenn du eine Botschaft hättest für dich selber, für deinen nächsten Schritt, für deine nächste Entwicklung, für deinen Schritt auf deiner Reise, kannst du diese Botschaft kommen lassen und in dich reinlassen. Und jetzt erlauben, dass so viel wie möglich von diesem Botschafter, von dieser Kraft, die du hast, jetzt in dich einströmt. Dass es jetzt so wie dein Körper durchfluten darf, dass es dich ausfüllen darf. Ja, und vielleicht gibt es einfach nur den Schritt, das zu fühlen und das zu sein. Dich immer wieder damit zu verbinden. Oder vielleicht gibt es konkrete Schritte, die anstehen für dich, um mehr davon zu leben, um den Mut haben, das zu sein, wofür du da bist. Dieses Gefühl, was du vielleicht am Strand hast, jetzt in dein Leben zu holen. Ja, und dann kannst du langsam, wenn du möchtest, wieder in den Wachzustand zurückkommen, dich ein bisschen bewegen, dehnen, strecken. Ich konnte jetzt euren Prozess nicht mitkriegen. Ich würde mich natürlich sehr über eine Rückmeldung freuen. Sei es, dass du dich freischaltest und was erzählst oder was in den Chat schreibst. Ich fand es sehr schön. Ich kann natürlich auch mal was zu meiner Erfahrung sagen. Also das Gefühl, das ich zuerst hatte, das einengende Gefühl war bei mir, ach, das alles ist irgendwie sinnlos. Mhm. Und die Stimme kenne ich auch immer mal wieder aus meinem Alltag. Und dann, als du gesagt hast, und jetzt die Sehnsucht, die daraus kommt, war bei mir so Freiheit. Also da ist mir richtig aufgefallen, dass ich mir auch so Freiheit von Scham vor allem wünsche, weil ich merke so viele Scham in meinem Leben. Und das ist die Sinnlosigkeit, die ich spüre, dass ich denke,
wenn ich doch gar nicht sein kann, wie ich wirklich bin und alles machen kann, was ich will, was macht es dann für Sinn? Und ich kann es emotional. Schön. Dann ist es die Scham, die dein Wesen einengt. Ja. 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 Total. Und es war total schön zu sehen, dass das der Gegenpol eigentlich dieser Freiheitswunsch ist, dieses einfach alles machen zu können, was ich möchte. Und dass es mir gar nicht um konkrete Dinge geht. Also bei mir kamen auch ganz viele Bilder, aber ich habe gedacht, bei mir ist eigentlich egal, wo ich wohne oder mit wem genau oder so. Es geht um dieses Lebensgefühl von Freiheit und tanzen zu können, wenn ich tanzen will, auch wenn ganz viele Menschen da stehen und es gar nicht passt. Also, ja, genau. Also ist es die Scham und wenn du das weißt, wer du bist, dann kommt die immer noch wieder. Aber es ist so, dass wir, das wäre jetzt der Sprung, dass ich nicht sage, ich bin dieses arme, verschämte Wesen, sondern ich bin diese freie Tanzfee, ja. ab und zu Scham empfindet. Ja. Ja? Ja, sehr schön, ja. Dass wir es jetzt haben können. Und wenn ich das weiß, ist es leichter, ja. Und klar ist es meine Aufgabe, mich dann durch die Scham durchzuwühlen. Wie so ein Maulwurf, der dann immer mal was rausstreckt. Und dann ja, aber dann ist es eine Reise, dann ist es spannend und nicht ein Trauerspiel, ja. Das stimmt, ja. Ja, schön, danke. Dann würde ich mich gleich anschließen. Ja. Also ich fand es auch sehr schön und berührend, diesen Prozess zuerst, was kann ich mir vorstellen? Ich fand es auch so schön, dass ich mir tatsächlich einige Dinge vorstellen könnte, was ich früher nicht konnte. Wie wenn meine Fantasie da wieder aufgeweckt worden wäre, was mir denn gefallen würde. Und als ich mir dann auch so meine Szenen so mir vorgestellt hatte, mit vielen Menschen in dem Haus und auch Tiere und ich radel da in einen Ort an der Ostsee, also ich bin an der Ostsee und radel in einen Ort und bin da Lehrerin und mit ganz vielen Kindern und da habe ich ganz viel Glück und Freude und Liebe gespürt. Das sind so meine großen Themen, die ich für mich gefunden habe. Ja. Und so eine Verbundenheit, also so wie du sagst, Kinder und ja. Ja, was war so das allerschönste Gefühl? Die Liebe. Und auch Freude. Doch, und Glück auch. Also ich kann es gar nicht sagen, das war so eine Dreierkombi. Also ja, das war so erhebend. Ja, es war so schön. Ja, und dieses Erhobene, bist du, ja. Das ist die Sehnsucht, sucht nach dieser erhöhten Ute, ja. Die eigentlich was Größeres ist, ja. Und da ist es wichtig zu erkennen, dass du das bist, ja. Genau. Dass wir aus diesem Bewusstsein, ich bin so ein armes, neurotisches Wesen, herauskommen, ja, zu dem, diese erhobene Ute, ja. Und ab und zu bin ich da noch zugedeckt mit Pflichten oder Ängsten oder was immer, ja. Ja, war sehr, ja. Schön. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, danke. Hier habe ich gerade einen Chat gelesen. Danke, Anja, ja. Und dann, meine Sehnsucht ist Freiheit und Leichtigkeit, genau. Und ich denke, da sehen wir auch, wie wir in der Sehnsucht sehr nah sind beieinander. Also das Gefühl von einem einzigen Wohnort zu lösen, weil ich weiß, dass ich jetzt eigentlich mein großer ist ein Campingbus, ja. Ja,
Also, dass du dieses Gefühl von Freiheit, dass du nicht gebunden bist, das, ja, sehr schön. Ja, das, wer hat das geschrieben? Sarah, ja. Danke für die Nachricht. Hm. Ja, und das können wir auch teilen, was Ramona geschrieben hat. Die Ruhe praktisch, die Ruhe, keine Termine, kein Terminstress, nicht hetzen, nicht funktionieren. Genau, also das, die Ruhe, weil dieser, was wir Stress nennen, ist eigentlich eine ständige Angst. Ich schaffe das nicht, ich schaffe jenes nicht, oh je, ich habe schon wieder was zu tun, was ich vielleicht nicht schaffe. Und so wie du sagst, Scham engt dich ein, engt einen diese Angst ein, die Termine, ich muss funktionieren, ich habe Angst. Ich denke, da leiden wir alle drunter. Und dass wir einfach im Sein, in der Ruhe sind, in der Liebe. Ja, sehr schön. Danke. Ja, möchte noch jemand was sagen? Oder fragen oder wünschen? Ja, und dass eben diese Verbindung Psychotherapie und Spiritualität ist eben, dass ich nicht nur gesund werde und wieder funktioniere und meine Termine alle erfüllen kann, sondern dass ich immer mehr mit dem in Verbindung komme, was ich bin. Und das Schöne ist, dass es da auch hilft, in der Gruppe, in der Gemeinschaft so einen Prozess zu machen. Weil sonst denkst du, in den Märchen ist es auch so, dass der Held am Anfang immer alleine ist und alle denken, er ist verrückt. Ja, du bist jetzt verbeamtet, du hast einen guten Job, warum willst du da ausbrechen? Bleib hier, ja. Und wenn du in der Gemeinschaft bist, wo Leute dir das gönnen, wo sie sich unter dich unterstützen, wo sie sagen, genau da musst du hin und da gehen wir alle hin, ja. Und ich kann alles unterschreiben, also das Freiheit von Terminen kann ich unterschreiben, das nicht gebunden sein, ja, also tanzen, genau. Also das, weil Tanzen ist eigentlich, das Leben ist ein Tanz, ja. Ja, dass wir dahin finden. Und da können wir uns auch das Wissen aus den Religionen, aus dem Schamanismus, es ist eigentlich eine Zeit, wo alles Wissen zusammenkommt, ja, wo die Wissenschaft und die Spiritualität sich verbinden und wo es erfahrbar wird, wo wir nichts mehr glauben müssen, wie wir praktisch den Glauben loslassen können, ja. Ich hätte eine kurze Frage. Ja. Sie haben eben gesagt, dass einen eigentlich die ganze Angst so einschränkt. Ja. Wie lernt man denn aus dieser Angst rauszukommen oder damit umzugehen, damit man weiterkommt einfach? Okay, also Angst ist ja eigentlich auch wieder ein Traumasymptom. Also ich habe irgendetwas Schlimmes erlebt, was mich überwältigt hat. Und dann bleibt eine Angst, die sagt, oh je, das könnte mir wieder passieren. Ja. Mhm. Und normalerweise wollen wir einfach keine negativen Gefühle fühlen. Angst ist eine Wahrnehmung, dass wir etwas nicht wollen. Ja. Mhm. Und wenn du die Angst bewusst einlädst, hat sie eigentlich schon keine Macht mehr. Wenn du aus dieser Bewusstheit sagst, so, liebe Angst, jetzt bin ich bereit, dich zu fühlen. Komm, ja. Mhm. Also das kann, ich weiß nicht, kommt sie dann? Oft kommt sie nämlich gar nicht, wenn sie gefragt wird. Ja. Kommt sie jetzt? Und wenn sie kommt, dann ist es einfach ein Zittern, dann ist es eine Hitzewallung, ja. Dann sind es ein paar unangenehme Gefühle. Aber die Angst selber
kann gar nicht viel tun. Was passiert ist, dass wir uns Angstgedanken machen und dass wir so innere Horrorfilme abspielen. Und diese Horrorfilme, die laufen ständig und bleiben uns in der Angst, als würden wir ständig vorm Fernseher sitzen und den schlimmsten Horrorfilm anschauen. Ja. Und da den Trick zu finden, ich bin bereit, die Angst im Körper zu spüren. Und darunter kommt vielleicht ein Schmerz oder dann eine Sehnsucht, ja. Aber, und da ist es auch wieder hilfreich, dass einen jemand begleitet, weil am Anfang hat man Angst vor der Angst. Ja. Und später ist es einfach nur eine Wahrnehmung, die mir nichts tun kann. Aber wenn ich in Gedanken gehe und mir das immer wiederhole, ich hatte jetzt einen Klienten, der, ja, ich habe nicht genug Geld und niemand hilft mir und da hat mir niemand geholfen. Und er wiederholt sich das immer wieder, ja. Wenn ich mir das wiederholen würde, hätte ich auch Angst, ja, und komme da nicht raus. Also, dass wir praktisch mehr in die Gefühle gehen, als erstes in den Körper, in die Wahrnehmung und aus dem Verstand raus. Also Angst wird durch den Körper, durch die Gedanken kreiert. Und wenn ich fähig bin, das einfach nur auszuleben, also nach dem Schock will der Körper zittern. Also das machen Tiere auch. Ich habe vor vielen Jahren die Tsunami miterlebt und es war schon ein Schock. Und am nächsten, also ist nichts passiert, nichts Schlimmes passiert, lag ich einen Tag in der Hängematte, wo ich es wusste. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, aber ich habe, weiß ich, stundenlang gezittert. Und dann war ich froh und fidel und konnte wieder baden gehen und alles. Ja. Also das kann ausgeleitet werden aus dem Körper. Aber wenn ich mir immer wieder schlimme Geschichten erzähle und das in die Zukunft projiziere, dann hört die nicht mehr auf. Kannst du was damit anfangen? Okay, ja, danke schön. Habe ich hier noch Sicherheit, Präsenz nach Unbeschwertheit und Freude? Ja, genau, Margarete. Ja, Gelassenheit und Verbundensein. Ja, und da sehen wir doch, dass wir eigentlich alle irgendwo dasselbe wollen. Und das heißt, in unserem wahren Wesen sind wir alle ähnlich. Das sind unterschiedliche, leichte Qualitäten, aber. Und in diesem Wesen können wir das auch dem anderen gönnen. Ja? Das ist ja das mit Liebe und Freiheit. Das ist das Einzige, wenn man es teilt, wird es mehr. Ja? Und deshalb ist es auch so wichtig, das in der Gemeinschaft zu teilen. Ja, Sicherheit, ja, das ist auch eine wichtige Sache. Präsenz, Verbundenheit, Liebe, Dankbarkeit. Angst ist die Sehnsucht nach Sicherheit. Ja. Dass da etwas ist, jede Angst ist eigentlich Todesangst. Und wenn ich spüre, dass da etwas ist in mir, was einfach bleibt, was einfach ist, ja, dann kann die Angst sich langsam lösen. Ja, danke für die Mitteilung. Ja, tschüss, Anja, ich höre jetzt auch langsam auf. Ja. Wir haben ja schon eine Stunde. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, stehe ich gern zur Verfügung. Wenn keine Fragen mehr sind, dann teile ich noch ein Lied mit euch, was ich sehr gerne habe.
kannst noch mal die Augen schließen und dir das vorstellen. Ich habe einen Ausblick, den man nie wieder vergisst. So wunderschön, dafür reichen Worte nicht. Ich habe Glück, denn ich muss mich nicht beeilen. Nichts dafür tun, um bedeutungsvoll zu sein. Berge ziehen am Horizont wie Wellen übers Land. Sie nehmen mich bei sich auf, so als wären wir verwandt. Ich sitze hier und atme leise, alles nicht zu stören, um unbemerkt für eine Weile zu allem zu gehören. Ja, das Lied bringt mich halt immer in Verbindung mit diesem einfachen Sein. Und zu wissen, dass, was eure Sehnsucht ist, das seid ihr irgendwo. Ja. Okay, wenn noch jemand was sagen möchte, dann ist okay, oder schreiben.
Ansonsten verabschiede ich mich. Ja, wir können auch noch sagen, also wir machen ja so ein Seminar, die Heldenreise, die viele von euch, die da sind, kennen es, haben es schon mitgemacht, wo man einfach gemeinsam auf diese innere Reise geht. Und das hat eine große Kraft. Und die fängt im November, am 25. glaube ich, an. Und man könnte auch die erste Wochenende als Schnupperwochenende machen. Ja. Und nächste Woche, Mittwochabend, habe ich noch ein kleines Präsenzseminar, kostenlos, wo ich auch eine kleine Übung mache. Wäre schön, wenn jemand von euch Lust hätte, dazu zu kommen. Und ich glaube, die Woche drauf macht die Katrin auch noch irgendein kleines Seminar. Also wir machen da noch ein paar kostenlose Veranstaltungen. Und ihr seid eingeladen. Und natürlich auch die ehemaligen, ja, um sich wiederzusehen. Ja. Ja, schön. Mag noch jemand was sagen?